Guten Tag. Ah, da ist er ja schon. Ja, weiter? Wenn's für dich geht. Ja, ich habe gerade ein paar Übungen gemacht. Das ist jetzt besser. Ja, also kurz Kontext. Ich merke halt, besonders wenn ich, vielleicht brauche ich auch noch einen Stuhl. Ich merke das halt, wenn ich lange auf diesem Stuhl bin, kriege ich halt total Leistenschmerzen. Das zieht halt wirklich so überall hin, auch an unangenehmen Stellen, sage ich mal so. Und heute ist es halt echt unangenehm. Es geht jetzt gerade, weil ich gerade ein bisschen aufgestanden bin und ich habe jetzt gerade ein paar Dehnübungen gemacht. Also ich glaube nicht, dass es ein Bruch ist, aber man, ne, macht sich ja trotzdem Sorgen. Ja, ich kann auch wirklich sein, dass das einfach nur durch viel Sitzen, wenig Bewegung halt, ne? Aber ich habe das jetzt schon... Ein Zusammenspiel ist, ja. Ja, ich habe da schon sehr lange Probleme mit, aber ich wusste halt, das liegt hier ran. Aber ich habe es jetzt halt auch schon seit 2, 3 Wochen halt auch, wenn ich auf der Couch sitze oder so. Also es wird brutal schlimmer leider. Und... Ja, und jetzt ist es halt über die Woche halt so schlimm geworden. Also beziehungsweise hat es auch mal richtig weh getan. Also so ein Knackmoment, deswegen habe ich so ein bisschen Sorge. Aber es ging halt so nach am nächsten Tag wieder besser halt, ne? Und ja, also ich gehe aber die Woche mal zu einem Arzt und der soll das sich mal angucken. Ist ja sowieso besser. Und ja. Ja. Wenn ein Profi drüber guckt. Ja, ja. Gehe ich halt auch direkt zum Facharzt. Weil, denke ich mal, halt, ich bin ja eigentlich alle 4 Wochen, weil ich brauche ja immer eine AU, bin ich ja auch bei einem Hausarzt. Und das Gute daran ist halt, der kontrolliert halt auch immer wieder alles. Also da mache ich auch jedes Jahr den Check-up und... Und da bin ich halt auch sehr froh drüber. Also ich habe keine Probleme oder so, aber, ne, besser... untersuchen, nichts finden, als dass ich dann gar nicht zum Arzt gehe. Und ich bin früher halt eigentlich nie zum Arzt gegangen, außer es ist wirklich, wirklich schlimm gewesen. Und heute gehe ich... Also ich muss auch sagen, ich habe keine Probleme oder so. Ich bin auch früher zum Beispiel nie zum Zahnarzt gegangen, weil ich halt nie die... Also irgendwie gab es das so familiär halt so wenig und dann selber bin ich halt später auch nicht. Aber jetzt bin ich halt zum Beispiel letztes Jahr, weil ich gedacht habe, ich hätte Probleme mit den Zähnen. Ja, aber der Arzt sagt, es ist alles gut. Er hat mir dann erklärt, ich habe so, hab ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe so dunkle Stellen in den Zahn, Zwischenräumen, in den Zähnen. Und ich dachte halt, ja, könnten dann Karies sein. Nee, der meinte, das sind Verfärbungen von Pigmenten. Wenn die so tief sind, dann setzt sich das halt ab. Und ich habe in der Zeit halt mit Wein angefangen. Der färbt halt. Ja, der sagt, alles gut. Kommen Sie einmal im Jahr. Dann kann man ja sehen, wenn mal irgendwas sein sollte. Ja, und jetzt gehe ich halt wirklich jedes Jahr. Also ist jetzt auch bald. Ich hasse Ärzte, aber ich merke halt selber, man sollte es halt echt machen. Die ja, Empfehlung von Bas. Bis auf Krankenhaus. Ja. Bis auf Krankenhaus. Ja, ich hasse Krankenhaus. Da kommt natürlich auch auf den Arzt an und also ich hatte auch schon sehr viele Kackärzte, aber deswegen kommen dann, auch wenn ich das nicht will, weil bevor der mir jetzt sagt, wirklich, ey, da muss irgendwie was Schlimmes gemacht werden, weil da habe ich echt Panik vor. Naja, aber bevor es schlimmer wird, ne, gehe ich lieber nächste Woche mal zum Arzt und lass das abschicken. Ja, ist auch richtig so. Also online steht halt, das kommt, wenn man halt sich wenig bewegt oder so. Ne? Dann hat man halt Probleme mit der Leiste. Und dadurch, dass ich halt wirklich... Also obwohl in den letzten Tagen bin ich jeden Tag eigentlich draußen. Also ich gehe nur heute nicht. Heute war ich nicht draußen. Aber ich war jetzt glaube ich fast... Doch 2 Wochen jeden Tag war ich einmal draußen. Für mich eigentlich eine Steigerung. Weil sonst gehe ich eigentlich nie raus. Ich hasse es rauszugehen. Ja gut, aber manchmal hat mein Mädchen auch... Ärger mit dem unteren Rücken, also... Ja, boah, Rücken. Ja, sie hat doch auch Migräne dann, ne? Hat's bei mir ist das vom manchmal Nacken. Manchmal so oder so, manchmal beides.
Das habe ich auch in letzter Zeit. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen, mit dem Rücken. Ich habe das Gefühl, das war eine dumme Idee, jetzt auf der Couch zu pennen. Also ich, wenn ich dort liege und so, ist alles gut. Aber über den Tag hinweg habe ich so hart Rücken- und Nackenschmerzen. Also ich habe auch wirklich fast jeden Tag Migräne des Todes. Also wirklich diese Migräne, wo du kotzen musst. So schlimm ist das. Ja, ist eklig. Ich glaube, es liegt daran, weil es hat da halt angefangen. Ja, deswegen müsste ich jetzt gucken, entweder... Okay. Ich wollte schon sagen, warum sagt er zu mir? Weil ich habe so ein bisschen Sorge. Naja. Warum er zu dir sagt? Zu mir sagt, weil er tot ist. Lappen. Nee, der hat das vorhin gesagt, weil da war ein Fliegen da. Und ich weiß auf beiden Seiten, aber der hat den halt nicht gesehen. Deswegen alles gut. Ah, Chaos und ich hatten dieselbe Idee, aber er war ja wenige dann, auf den das Ganze besser gepasst hat, aber. Ja, Dickmann, was hältst du davon? Putz. Alter, wie viele Delfine denn noch? Wir haben einfach alle über den Haufen gerollt hier. Oh, du kommst weg. Du da hinten kommst auch weg. Ja, ich guck mal, wie lange wir dann heute machen wegen, ne? Wegen Aua. Ja, ja. Wegen Aua. Und... Aber gut. Das ist ja nicht, wie man sich dann hinsetzt soll. Das ist das Problem. In einem anderen Stuhl. Ich brauche unbedingt einen neuen Schreibtisch, so oder so. Das ist echt nicht. Alarm! Dickmann, hörst du das? Alarm! Wie lange hättest du denn ungefähr gemacht? Mehr zu sein, weiß ich gar nicht genau. So, wie gesagt, wenn man halt Urlaub hat. Ja. Aber kann ich ja nach der Runde gleich mal ein bisschen philosophieren. Ja, alles gut. Ah, wo ist der Horobos? Nein! Ja, ist aber so explodiert. Sehr schön. Wo ist der? Da hinten, scheiße. Ich hab zu spät reagiert. Was hat den Bärschwapper? Ja, ich hab den. Nein! Jetzt hat diese verfickte Bombe mich tatsächlich mit erwischt. Vom Horoboros. Wie lame. Wow. Ja, läuft gar nicht. Läuft überhaupt nicht. Ich bin wieder. Bin ich wieder belegt worden? Keine Ahnung. Ja, kannst vergessen. Das ist ja mal hier, weil ich hier. Ja, klar! Ich bin doch gerade erst wiederbelebt worden! Und der nimmt mich einfach in das Maul und schmeißt mich ins Wasser. Bums, hab den. Den Dings-Robos einfach fast alleine schon gekillt. Ja, und dann kommen einfach 3000 geflossen gleichzeitig. Malm, Salm und Horoboros sind fast tot. Horoboros ist tot. Und der Malm, Salm ist so gut wie tot. Ja, der ist tot. Ja, ich kann auch hier nicht die ganze Zeit mit ausweichen. Und lame, einfach nur lame. Viel zu viele Tode. Viel zu viele Tode. Ärgerlich. Er ist ja gefragt, wie lange ich machen würde. Ja, reiner Schnauzer. Also. Ja, wir können ja mal gucken. Ja. Also, andersherum müsstest du ja gucken, wie dein Rücken da mitmacht. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal 19 Uhr, ne? Ja, deswegen. Das würde mich so ärgern, jetzt einfach auszumachen, deswegen. Ja, ich beobachte, dass wenn das echt schlimmer wird, dann...
Wir können auch mehr Pausen machen. Ja, ja. Daran soll es ja jetzt nicht scheitern. Ja, ich versuche hier so ein bisschen mich so halb hinzulegen. So. Vorhin hatte ich eine triumvirate Runde mit drei Stringern, das hat Saas gemacht. Mit drei Stringern? Boah, ich mag den echt nicht. Also ich finde die eigentlich ganz cool, so, aber nicht bei sowas. Ja, der Bas muss schnell spielen. Schnell Schild machen. Ja, also Chaos, wie gesagt, ich würde halt auch, also theoretisch kann ich auch lange machen. Der nächste Termin, den ich habe, ist erst am Mittwoch. Außer jetzt halt, wie gesagt, da mit dem Arzt das zu klären. Aber ja, muss ich halt selber gucken, wie ich kann, will, muss, soll. Kill. Boah, Alter. Geht das hier ab? Aber bei so einer Map zum Beispiel ist das überhaupt nicht schlimm, wenn Nebel ist. Das ist ja voll der Witz. Ja, ja, mit dem Roller, den ich hatte, sowieso noch geiler. Oh. Wieder dunkel und wieder Mutterschiff. Ja, ich glaub, doch, so lange würde ich halt nicht machen. Oh, Scheiße. Pack das grad ab. Und so ist es. Jo, 100 Schild fall ich runter. Ah! Diese Eiskugeln da drüben, ey. Das kann man gar nicht alles einsammeln. Ja, die erste Runde war ja eigentlich ganz gut. Wenn jetzt die dritte Runde auch nochmal geil wird. Also von den Punkten her manch. Luna Blast, ne? Ja, der ist an sich auch ganz geil. Ich habe leider keine Ulti mehr. Ich habe noch eine. Der Hai einfach gekillt. Von mir erstmal, wo er rausgeguckt hat. Bums. Ein Fliegender? Noch ein Fliegender? Noch mal eine Ulti? Der ist natürlich so weit geflogen, ja, dass es egal war. Aus.
Noch ein Fliegender. Sehr schön. Mach den Strahlemann mal hier weg. Oh nein, oh nein, oh nein, ich habe keine Tinte mehr. Oh oh. Nein. Oh, Gott sei Dank. Wieso macht denn hier keiner diesen blöden Mobilisten weg? Ach, shit. Was für Taste. Kommt ja? Der da mit dem Klecksroller angeflogen? Grumms, Multikill. Hier, danke. Klatsch und weg. Weg die Kacke. Berg GmbH Firmenfischer. Hat der als Spitzname, der Typ. Der Random. Ja, und dann hat der 385... Punkte. Was? Was? Wie kann man mit sowas denn auf diesem Rang spielen? Das geht doch überhaupt nicht. Das macht man doch mit einem Ulti-Einsatz. Kann man also eigentlich mit dem Rio metten? Wie kann man denn überhaupt mit dem Bas metten, hä? Hey, ist heute Games Done Quick? Nee. Boah, in drei Wochen freue ich mich richtig drauf. Wenn ich die Musik immer höre, denke ich direkt immer an die früheren Partys beim Bars. Achso, die. Ja. Boah, wieso wird mir denn auch so schwummrig gerade? Das ist total komisch alles heute hier. Fettsack. Na, erstmal was trinken. Vielleicht habe ich auch. Ja gut, ich habe aber gut gegessen. Also gestern habe ich eine Menge gegessen. Und heute habe ich zwei Brötchen und ein Brot. Ja, und ich glaube, ich mache mal einfach später eine Pizza. Oh, die Pizza wird kalt. Die Pizza. Ich hatte gestern und so eine. Die Pepperoni. Als ich gestern nach Hause kam, oh, zwei Schwab, okay. Habe ich mir nochmal so eine, irgendwo hatten die so vegane Pizzen, die habe ich, oh, okay. Da oh, schon welche gegessen. Wo kommen die denn auf einmal so hergeflogen, Leute? Jedenfalls war die echt lecker, wollte ich einfach nur sagen. Also der Teig besonders. Boah. Eigentlich muss man die vorher ein bisschen auftauen, aber das habe ich beim ersten Mal gemacht, aber die schmeckte irgendwie nicht so. Und jetzt beim zweiten habe ich die einfach wieder normale Tiefkühlpizza gemacht. War lecker. Lecker. Das ist mein erstes Mal Schild. Wow. Wieso werde ich denn jetzt nur getan? Ja toll, jetzt werde ich gleich gemettet. Oh. Bist du erst zur Seite geboxt worden? Das wollte ich gestern sagen, als der Hund da so am Ausrasten war. Ja toll, jetzt werde ich gleich verprügelt. Warum werde ich hier die ganze Zeit zuerst zur Seite gestoßen? Nochmal! Das war beide Ultis weg, aber ist mir jetzt egal. Ja, richtig! Nochmal, Mann, was ist das für ein Scheiß? So rumwabbeln. Frechheit. Pizza. Ja. Aber ich halte es mal fest, ich muss sagen, das ist ziemlich geil. Der Big Run. Ja.
damit dran. Aber der ist nur noch heute, ne? Bis 2 Uhr am Montag, ja, also. Ja, schade. Warum ist die denn immer nur 2 Tage und nicht eine Woche oder sowas? Besonders aber, das ist wie, ich habe ja mal erzählt, ich habe so eine Hände, ich habe das übrigens heute auch noch gar nicht angemacht, dieses komische Handyspiel, was ich habe. Auf jeden Fall, da sind immer die Events immer freitags und samstags, weil er ja halt die meisten Zeit haben. Ja, aber das sind die einzigen Tage in der Woche, wo ich keine Zeit habe, weil ich da halt was mache, so. Weil da eben alle Zeit haben, macht man da ja was. Ja, also an sich wäre es ja auch schön, generell das so zu haben, wie, keine Ahnung, bei anderen Online-Spielen, wo es dann heißt, ja, an dem Wochenende so und so ist Doppel-DP und das ist so oft der Fall. Und hier muss man immer eine halbe Ewigkeit auf den Big Run oder ja, halt Madfest warten. Ja, wenn ich nur zum Beispiel jetzt an weil du ja Doppel-EP sagst, bei Battlefront 2 zum Beispiel ist jedes Wochenende Doppel-EP. Ja, Wochenende und Doppel-EP, aber kein Event, weil ein Event, das geht dann halt eine Woche. Wie viele Strahlemänner sind denn das? Alle. Ja. Oh Gott, ich bin in der Luft einfach gekillt worden. Wieso spawn ich denn hier oben? Roll noch ein bisschen, jawohl. Oh Gott, ich sterbe glaube ich nochmal auf, wenn die Runde vorbei ist. Nein, doch nicht. Nee, wohl eher. Ja. Oder wenn man bei Crash Bandicoot getroffen wird. Wow. Da kommt ein Hi. Hi. Auf wen? Auf mich? Senryu? Ja, auf mich. Ah. Alle 4 Granaten gleichzeitig. Oh, blöder Korb hat mich jetzt blockiert. Und ja, jetzt geht's vom Sitzen her und so, jetzt wird mir aber gerade irgendwie richtig schlecht. Kann doch nicht wahr sein. Hallo, ja. Hallo, Senryu. Mach was. What the hell? Ja, toll. Ah, jetzt leben alle außer ich, ist klar. Genau nachdem ihr alle mal tot wart. Einfach draufhalten, was? Mehr Damage. Oder so. Dann kann man es natürlich auch machen. Also gut, das Matt auch noch. Oh. 2 Pfannen, wenn da zur Erhöhung der mettigen Arbeitsfähigkeit. Ja, ist es nicht, einfach nicht so die Wahl, Spasport. Das Matt ist auch sauber. Alles kaputt. Wow, ich bin ja sogar jetzt per Zufall jetzt hochgekraxelt. Boah, noch ein Ei, juhu. Juhu! Überleben. Alle Leute! Alarm! Ich springe hier runter und tschüss! Nein! Ah. Wie dumm das einfach aussieht, das fällt mir jetzt also auf, wenn er so ertrinkt. Hm. Also zumindest hier auf der Map, weil das Wasser ja durchsichtig ist und nicht grün war, wie bei anderen Simon Run Maps. Das ist so einfach so aussieht wie Marlin bei Finde Nemo. So als ob der dann komplett falsch rum, als er dann hinterher geschwommen ist hinter dem Motorboot. Dann so, Nemo! Geht extra wieder runter und ruft dann weiter oben. Und nimmt dann unten erstmal Luft. Ach so, ja, doch, ich kenne die Stelle.